Omni-Man ist ein omnidirektioneller mobiler Manipulator. Er besteht aus einer mobilen Roboterbasis und einem Roboterarm. Im Gegensatz zur klassischen stationären Robotik ist Omni nicht an einen Arbeitsplatz gebunden. Dies ermöglicht Omni, eine Vielzahl an Aufgaben an unterschiedlichen Orten zu bewältigen. In der Vergangenheit war Omni so bereits als Kameramann bei den kostbaren Netzwerken der FH Dortmund und als Überbringer des Zoll-IT Awards im Rahmen der digitalen Woche im Einsatz. Schauen wir uns die einzelnen Bestandteile von Omni einmal genauer an. Besonders auffällig an Omni ist sein Antrieb. Mit 4 sogenannten Mechanum-Rädern kann Omni sich omnidirektional bewegen. Das heißt, Omni kann aus dem Stand in jede beliebige Richtung fahren und auch seine Orientierung unabhängig von seiner Fahrtrichtung anpassen. Dies wird durch die freilaufenden Rollen auf den Mechanum-Rädern ermöglicht. Je nach Fahrtrichtung drehen sich so 2 oder 4 der Mechanum-Räder. Seine Umgebung erfasst Omni durch die beiden gelben Laserscanner. Durch die Anordnung an 2 Fahrzeugecken werden die vollen 360 Grad seiner Arbeitsumgebung abgedeckt. Das omnidirektionale Fahrverhalten ist für menschliche Arbeitskollegen oft nur schwer abzuschätzen. Daher besitzt Omni einen Ring aus leuchtenden Kacheln an seiner Oberseite. Rot zeigt dabei die Hauptfahrtrichtung an, während die restlichen Kacheln in grün leuchtend anzeigen, dass ein im Laborboden verbautes Funketikett erkannt wurde. Neben seinem Antrieb kann Omni vor allem durch seinen Arm mit der Umwelt interagieren bzw. diese manipulieren. Hierher kommt auch der Name Omni-Man. Durch den Arm wird ein Radius von 850 mm abgedeckt und es können Lasten mit einem Gewicht von bis zu 5 kg bewegt werden. Durch den gezielten Einsatz seines Antriebs spart Omni Zeit. So wird zum Beispiel der Roboterarm bereits während der Fahrt an die für die anstehende Arbeit richtige Seite des Roboters gedreht. Außerdem kann Omni auch sehr enge Bereiche durchfahren, da sein Antrieb ein Rangieren überflüssig macht. Mittels des Zwei-Finger-Greifers kann Omni alle möglichen Gegenstände greifen. Neben kleinen Kisten und anderen Gebinden zum Transport auch Werkzeuge wie Sprühpistolen für Farbe. Natürlich auch FH Dortmund-Würfel. Neben den beiden Laserscannern verfügt Omni auch über ein Lesegerät für Funketiketten. Dies befindet sich in Bodennähe an Omnis Unterseite. Omni kann so die 831 Funketiketten, auch Tags genannt, im Boden des Labors lesen. Diese Tags folgen dem RFID-Standard. RFID löst in der Logistik immer mehr den klassischen Barcode ab. Jedes RFID-Tag besitzt eine eindeutige Identifikationsnummer. Mittels dieser ID kann die Position des Tags aus einer Karte abgelesen werden. So kann Omni sich lokalisieren. Die Lokalisierung mittels RFID beschränkt sich auf ein Lesegerät. So kann prinzipbedingt nur die Position, aber nicht die Orientierung des Roboters bestimmt werden. Die Orientierung ergibt sich erst während der Fahrt durch das Erkennen mehrerer Tags. Bei der Lokalisierung mittels Laserscanner ist eine Bestimmung der Orientierung aber auch im Stand möglich. Die verwendeten Laserscanner decken jeweils einen Bereich von 270 Grad ab. Beide Scanner erfassen fortlaufend Distanzen. Dabei wird, wie bei einem Fächer, alle 0,5 Grad ein Laserstrahl ausgesendet. So können ortsfeste Objekte wie Wände erkannt und mit einer Karte verglichen werden. Da aber auch Menschen in der Arbeitsumgebung erkannt werden können, kann Omni flexibel auf seine Umgebung reagieren. Hierfür können unterschiedliche Algorithmen verwendet werden. Omni wird zur Evaluierung und Erweiterung dieser Algorithmen in der Forschung und Lehre eingesetzt.